Ja, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play. Ich wollte jetzt My Little Pony sagen. Nein, das ist nicht das Spiel, das wir hier spielen. Monster Hunter 3 Ultimate für die Wii U. In der letzten Folge haben wir den Lila Ludrov platt gemacht, mehr oder weniger. Und jetzt kümmern wir uns um 1, 2, 3 Monster, die ich noch nicht in der Quest hier erledigt hatte. Boah, ich habe meinen Anfang schon so vermasselt hier. Ich habe aus Queen fast alle Quests erledigt, bis auf drei. Von denen aber sind nur noch zwei übrig, wo neue Monster vorkommen und die machen wir auch. So, aber als erstes gehen wir mal hier hin, weil. Nein, Galerie. Weil mir sind doch einige sehr komische Sachen passiert. Zum Beispiel bin ich den Vieh hier begegnet. Als ich irgendwie eine Quest machen musste, wo ich einfach nur um 10 oder 15 Jahre platt machen musste. Und ja. Ich gehe natürlich da zum Nest, weil da die meisten auftauchen. Was passiert? Werdet ihr jetzt sehen. Kommt auf einmal so ein Viech da. Ja. Und das Vieh ist mir wiederholt schon ein paar Mal begegnet und bis jetzt habe ich immer Reis ausgenommen bei dem Viech. Wollte ich jetzt nur mal zeigen. Weil die Reaktion war sowieso weg, als ich das Viech gesehen habe. Das Viech ist riesig. Ey. Was das für eine Reichweite hat, ey. So, ich habe natürlich die Zeit genutzt und habe ein bisschen gefarmt und weiß ich nicht. Ich zeig mal hier, was ich alles in der Ausrüstungsbox habe. Ich habe so einige Waffen. Und einige Rüstungen, alles hier nach Farben jetzt sortiert. Alle sind alles so neue Sachen, die ich jetzt herstellen konnte. Und ja, ich bin gerade dabei, eine Bauaufrüstung zu machen. Und man sieht an meinem Schwert, ich habe den Zerd aus ein bisschen platt gemacht. Und hier dieses riesige Monsterschwert bekommen, oder wie ich es nenne, das Ankerschwert. Was bisher die stärkste Waffe ist, die ich jetzt habe. So. Aber gehen wir mal auf den Weg zur nächsten Quest schon mal. Ich habe die Yagi-Rüstung an, weil ich denke, boah, die Gegner sind voll einfach. Nein, Quatsch. Das ist natürlich die verbesserte Version davon. Und wenn ich richtig gelesen habe, könnte ich das hier gebrauchen. Und ja, ich kann mir eigentlich fast von jedem großen Monster nochmal eine Rüstung machen, die ein bisschen stärker ist. Also doppelt so stark. Weil nicht. Die Ausrüstung 47 Verteidigung, 52, so stark war noch nicht mal hier Dingens vom Zerdois, die Klamotten. Also ja, die ich übrigens auch noch nicht mal vollständig habe. Ich habe so zwei, drei Sachen oder so. Gegen den zu kämpfen ist echt anstrengend. So, ich habe die Mission noch nicht gemacht. Da müssen wir gegen einen Jagier und einen Großjagier und einen pinken Ludrov kämpfen. Ludrov. Ratian, genau. Ja, aber den mache ich dann, nachdem wir den offiziell hier erledigt haben. Wir machen jetzt den Kamezin-Kuropeko. Und so wie ich das richtig gelesen habe in meinen Monsterführer, benutzt der Typ irgendwie Blitzattacken. Der Feuerstein in den Fügen erzeugt Elektrizität, genau. Deswegen habe ich jetzt auch Dingens hier genommen. Blitzabwehr als Buff. So, kommt jetzt schon hier eine Neuerung von den hochrangigen Kämpfen? Nee, okay. Weil manchmal, nicht nur hat man jetzt hier die Klamotten sehr viel weniger bekommt, ja, dass man die irgendwann später bekommt, so nach 5 Minuten, so wie ich das herausgefunden habe. Oder falls ich die Uhr da oben richtig lesen kann, 1 Punkt 5 Minuten, nehme ich an. Wenn der den ersten Punkt erreicht, sind die Vorräte mal da, also 5 Minuten. Ja, aber manchmal ist es auch so, dass ich jetzt in den Quest einfach irgendwo lande. Ich habe schon mal, weiß ich nicht, hier irgendwie eine Mission angenommen, wurde direkt ins Wasser reingeschmissen. Okay, hier gibt's solche Viecher, das muss ich mir merken. Von denen kann man sich auch eine gute Rüstung herstellen. So, wir müssen. Schon der verstärkte Kuropeko ist irgendwie voll stark. Jedes Monster ist jetzt verdammt stark. Also, boah, da ist er direkt. Also, Ludrov habe ich gekämpft.
Darauf. Jedes von diesen Viechern ist jetzt verdammt stark. Und den sein Schrei tut mich jetzt auch betäuben. Das war beim normalen, glaube ich, nicht so. Eigentlich ist das immer das gleiche. Also immer das gleiche Schauspiel bei jedem Monster. Die machen eigentlich nicht so viel Schaden. Die halten einfach nur verdammt viel aus jetzt. So, und das Viech ist bestimmt nicht anfällig gegen Wasser, weil Wasser ist irgendwie das Element von diesem Schwert. Und ja. Oh nein, der haut mich jetzt weg, ne? Ja. Ihr seht, der Schaden jetzt ja neuen Grenzen. Was? Ich höre noch was. Oh Gott! Also nee, das ist jetzt unser Stichwort, abzuhauen. Außer der haut gegen den... Oh Mann. Gegen den Kuropeko ein bisschen. Warte ich mal die Musik im Hintergrund an. Voll ehrfürchtig. Aber ich versuche gegen das Viech zu kämpfen und... was? Okay, das kannst du jetzt auch. So, wir haben jetzt hier ein Problem. Bei zwei Monster, ja, auf hochrangig, ist nicht gut. Es gab auch irgendwie eine Mission, da hieß es irgendwie, töte zwei Azuros. Und da habe ich gedacht, boah, das wird bestimmt einfach. Selbst die haben mir voll auf die Fresse gegeben. Jetzt kommt direkt hier dieses Monsterviech und ein neuer Kuropeko-Gegner, gegen den ich noch nicht gekämpft habe. Ich habe keine Chance. Vor allem, das Viech hat so eine Reichweite, ne? Ich hoffe nur, der Schaden, den das Viech hier unbeabsichtigt gegen den Kuropeko hier macht, zahlt sich ein bisschen aus. Ich habe natürlich auch keine Dungbombe und so was alles. Okay, vielleicht hätte ich eine bekommen in dem Vorräten, aber von alleine nehme ich nie so was mit, deswegen ich ein Problem. Hör ich mal die Musik an. Ja, ich kann ja gar nichts machen. Ja, ich muss hier warten, bis einer von denen verschwindet. Ganz ehrlich. Was hier für ein Chaos ist, überall liegen Leute rum, ey. Meine beiden Schakalakas, das Viech, das Viech. Da liegt ein Viech schon tot am Boden. Boah. Ich meine, von euch verpieseln, der, ich glaube, der Kuropeko haut ab. Wo ist er? Ja, der geht, tschüss, tschüss. Nein, nicht da lang. Vor allem gegen das Viech müssen wir wahrscheinlich auch irgendwann kämpfen. Ist offensichtlich, ne? Aber jetzt noch nicht. Oh. Natürlich ein richtig beschissenes Timing gerade gewesen. Da lang, ja. So. Vorräte sind noch nicht mal annähernd da, oder? Gesundheitserholung, danke. So, sag mir, der pennt jetzt irgendwo. Das jetzt nicht. Okay, verdammt. Ja gut, an dem Schwert ist es, dass ich. Oh nein. Warte mal, damit ruft er doch jemanden, ne? Sag mir nicht, der ruft ihn jetzt die ganze Zeit immer. Das wäre jetzt ein bisschen doof. So, komm mal her. Nein, er macht sich auf den Weg, leck mich. Jetzt hat mich... Nein, er kommt jetzt... Nein. Lass mich raten, das wird hier das entscheidende Problem, ne? Ach, komm schon. Unbedingt die Vorräte, da sind bestimmt Dungbomben und so dabei.
Also schaffe ich das nicht. Guck euch das an. Was soll ich denn dagegen machen? Vorräte geliefert. Ja, super. Jetzt bin ich aber schon hier. Ich habe jetzt anfällig gegen Wasser. Sonst könnte das hier ein langer Kampf werden. Ich habe irgendwann abgetrennt. Gut. Ja, die Krallen sehe ich gerade. Mann, Hilfe! Wollte ich gar nicht. Na gut, der hat mich davon abgehalten, einen Trank zu benutzen. Gut. Mann. Ich habe schon erwähnt, dass das Schleifen jetzt nicht mehr so ein Problem ist mit dem Schwert. Ich muss halt so selten schleifen, der hat so einen dicken grünen Balken. Oh Gott, was zum Teufel? Nein! Ich hoffe, ich noch nie im Leben rechtzeitig raus, oder? Doch. Wo ist er? Oh mein Gott, mein Schaden. Also meine Gesundheitsanzeige, meine ich. Oh, hi. Auf damit. Gut. Dann soll ich noch woanders hinfliegen, Kuropeko. Oh Gott, ey. Kuropeko ist auch schon angeschlagen anscheinend. Ich will ja nicht schon stolpern hier beim Rennen. Bah. Der hat den Kuropeko aufgehalten. Geil. Mit seinem Geschrei, meine ich. Was zum Teufel? Der kann Feuer spucken? Boah, Alter, jetzt geht er ja noch mehr ab. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na, ich muss ja weg. Ne, ganz dringend weg. Oh Mann. Geh mal kurz pennen. Kuropeko, der ist nicht mehr so stark, habe ich das Gefühl. Irgendeiner von denen haut ab. Ich glaube, der Kuropeko. Ja, der Kuropeko haut ab. So, jetzt brauche ich ganz dringend Dungbomben. Danke. Zwei Stück. Ja, Pappel habe ich jetzt eigentlich immer genug dabei. Mit 99 gemacht. Ja, brauche ich nicht. Ich bin geh gerade pennen. Aber da bin ich in mein Mikro gekommen. Verdammter Dreck. Geht denn hier noch alles schief? Ugh. Ja gut, dann nochmal auf zum Karmesin Kuropeko. Ich weiß übrigens nicht, wie das eine Viecher ist. Ich glaube, es wurde gesagt, als weiß nicht, die eine Quest Tusse ist natürlich wieder voll in die Decke gegangen. Oh nein, gegen das Viech hast du keine Chance. Rein weg. Und ja, da hat die irgendwie, glaube ich, gesagt, erst hat die, glaube ich, zweimal falsch oder so ausgesprochen und dann sagt sie so, ach, so ist das Viech, genau. Dann, ja. Boah, jetzt ruft er direkt schon wieder jemanden. Der hat ihn jetzt wieder gerufen, ne? Auf immer deine Kollegen zu rufen. Lass mich deinen Schnabel kaputt machen. Ich brauche eine Kuropeko-Schuppe Plus. Ich weiß natürlich wie immer nicht wofür, aber ich brauche sie. Vielleicht kriege ich von dir ja einen Voltstein. Den brauche ich auch wieder irgendwas. Ja, wie immer weiß ich natürlich nicht was. So, der hat ihn jetzt gerufen, ne? Ich kann den seinen Schrei nicht auseinanderhalten. Aber ich merke, ich muss nur noch kein einziges Mal schleifen. Hier frisst das. Jetzt mal gucken, wie man diese Dinge einsetzt. Richtig. Ein Tutorial. Oh. Warte, diesmal nicht.
Friss das! Bin getroffen? Ja, ne? Oh mein Gott! Nein! Ich habe dich getroffen, oder? Verschwinde! Na, du stinkst doch schon, wie blöd. Dafür nicht angemeldet, ja. Glaube ich. Also piss dich doch, ich habe eine Dummbombe auf den geworfen. Das heißt, er haut jetzt ab, ne? Ich benutze ja natürlich so oft, deswegen weiß ich das so genau. Oh Gott. Mann, verpiss dich doch mal. Wer, das funktioniert bei dem nicht. Aber der ist abgehauen, gut. Wer, du rufst ihn jetzt schon wieder, leck mich. Ne, der hat sich gebufft. Was auch immer er bufft, das weiß ich bis heute noch nicht. Ma. Wer, du rufst ihn jetzt direkt wieder, ne? Das wäre ja noch schöner. Alter! Warum? Fahre ich die ganze Zeit an ihn ab. So, ich brauche eine Farbbombe wieder, merke ich gerade. Ja, natürlich. Fuck. Es ist mir aufgefallen, die hauen immer, wenn die Farbbomben gerade ablaufen, habe ich so ein Gefühl. Immer. Ohne Ausnahmen. So, wenn er jetzt da hinfliegt, wo der eine ist, dann habe ich ein Problem. Ich lerne einfach Godzilla, König der Monster. Ja, der Viech erinnert mich auch ein bisschen an Godzilla, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn es überhaupt nicht so aussieht. Nein, du rufst nicht deinen Kollegen. Okay, das ist immer ein gutes Zeichen, wenn er hinfliegt. Alter, warum sind seine Flügel so... Jawohl, sein Schnabel. Warum falle ich immer an seinen Flügeln ab? Oh Mann, du. Verpiss dich. Oh gut. So, Kopf ab. Ja, das Spiel noch so lange weitergeht, ne? Ich dachte eigentlich, nachdem wir so einen riesigen Wasserdrachen erlegt haben, war es das schon. So. Ah, lass mich das hier sammeln. Stimmt, nur ein bisschen. Oh, lebhafte Feder, okay. Weiß gar nicht, gibt mir die Rüstung eigentlich Angriff? Weil das ist eigentlich das Wichtigste, finde ich jetzt gerade. Oh nee. Auf damit. So, tun wir mal zum ersten Mal wetzen. Du besser. Aber der ist gleich weg. Die Gegner sind nicht unmöglich. Das ist schon mal sehr gut. Oh, der haut ab. Gut. Wohin? Bestimmt zum Nest da oben, ne? Ja, sieht so aus. Ich frage mich, es gibt ja noch drei weitere Queststufen, ne? Also, wir sind jetzt, glaube ich, bei 6 oder 5, ne? Weiß ich gar nicht, 5, 6, dann gibt es noch 7, 8, 9. Super. Und dann kommen wahrscheinlich noch Online-Kämpfe, die noch schwieriger sind, weil ich mir vorstellen kann, aber die werde ich nicht aufnehmen, glaube ich nicht. Ja, was soll ich denn da mit irgendwelchen Randoms oder irgendwie so machen?
Außerdem sind das genau die gleichen Monster wahrscheinlich wie hier. Nur halt stärker. Müssen ja stärker sein, weil wenn genauso stark sind wie im Singleplayer, dann macht das irgendwie sehr wenig Sinn. Oh, geh schlafen. Okay, geh schlafen. Jawohl. Und jetzt ist er dran. Jetzt ist er dran. Boah, jetzt hau ich den kaputt. Hohoho. Und erledigt. Sehr schön. Das wäre bei auch so oft passiert, ne? Er wechselt hier zu seinem, weiß nicht, zu seinem Schlammgebiet hier. Ich gehe zu ihm hin, renne ihn voll an, guck ihn tief in die Augen, zieh mein Schwert und dann ist er tot. So ein Dreck. Und das jedes Mal. Kämpfe jetzt die ganze Zeit gegen den, weil ich den seine Klamotten haben will. Geh weg! Ich kann ja eigentlich gar keinen Schaden mehr bekommen. Habe ich gemerkt. Als die Jagier alle platt gemacht habe, habe ich auch mit dem rumgealbert, der hat mir keinen Schaden gemacht. Ich hole mir noch ein paar Sachen hier. Kabalit-Erz. Sonnenspektrum-Heal. Ich habe übrigens wieder so eine rostige Waffe gefunden. Diesmal einen Hammer. Aber ich brauche wieder Monster-Free und ich habe keine Ahnung, wo ich die herbekomme. Musste ich mal. Aber jetzt weiß ich es nicht mehr. Verdammt. So, ich hoffe jetzt irgendwie die nächste, weiß nicht, dringende Quest kommt oder die nächste Rangstufe erhöht sich nach diesem oder den nächsten Kampf gegen den Ratian. Und oh, seltsamer Schnabel. Aber ich habe keinen Bock jetzt. Ich will das heute am Stück so aufnehmen. Und da kommt irgendwie wieder, weiß nicht. Also wenn ich das nicht mache, dann muss ich erst den Kampf gegen den Großjagi und den Rosa Ratian machen. Also offscreen. Und ah, das geht weiter gut. Und dann jetzt geht's wieder weiter. Ach, der sagt mir wahrscheinlich. Ist ein Dingens. Ja. Karmesin, Kopik. Ja, das sagt er mir jetzt ja andauernd, wenn ich irgendwelche neuen Viecher erledige. Oh! Ich kann Gagwa erstellen. Gagwa sind, glaube ich, diese Vögel. So, ich habe genug Kopik-Schuppen, also machen wir das. Gucken wir mal, wie die aussieht. Da hier, dieser Vogel. Ich dachte erst, nur die Dinger kannst du ja voll machen, aber anscheinend kannst du ja auch. Alles da oben ist auch noch eine Maske, eine, weiß ich, Nullbärenmaske. Keine Ahnung, da habe ich das Rezept oder den Vorschlag erst offscreen so bekommen. Und ja, habe ich dann auch herstellen können. Da könnte man die Ordnung in meiner Kiste hier sehen. So. Ja, gebratenes Steak brauche ich noch ein bisschen. So. Gut, haben wir das erledigt. Dann machen wir in der nächsten Folge den Pink Ratian oder Rosa Ratian, ja. Ist nicht so viel Geld, das ich dafür bekomme und das hier ist sowieso so eine Verarschung. Den Großjagi, den tue ich sogar jetzt noch kaputt hauen. Also selbst die hochgelevelte Version davon, also ja. Das ist kein Problem. Gut, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn wir in rosa Ratian vermöbeln. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.